So, dann schauen wir mal nach oben. Und suchen jetzt die antike Waffe und den letzten Schatz, der hoffentlich hier irgendwo ist. Denn sonst muss ich ganz nach oben. Was haben wir hier? Halle der Designer. Ach stimmt, hier gab es ganz viele Knöpfe. Klick. 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 Also. Raus da. Beim ersten Mal war es nicht ganz so einfach. Ich weiß noch, wie ich da drin immer hin und her gelaufen bin. Oh, und wir sollten mal ganz kurz schlafen. Weil hier kamen noch ein paar recht üble Fallen, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben ja alle Zeit der Welt. Der Würfel kommt hier nicht hin. Der tobt sich unten ein wenig aus. Und ich hätte... genau, das meinte ich mit den ganzen Fallen. Und ich hätte eventuell nicht so häufig über die Platte in der Mitte laufen sollen. Denn wenn wir gleich gegen den Würfel kämpfen, sind da überall Monster drumherum, die den Weg absperren. Und dann stampft der Würfel einfach über uns rüber. Das ist nicht so gut. Aber na gut. Oh, ihr macht gar nichts. Ah, ihr macht erst, was wir mit dem Schlüssel da langlaufen. Hm? Gut, sind hier noch irgendwo Schalter? Nö. Au, 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 au. Oh, geht eigentlich. So, Schalter, Schalter. Oh. Ja, sehr schön. Damit haben wir jetzt alle Secrets und alle Schätze. 100% Run, also fast fertig. Müssen jetzt nur noch den Boss töten. Aber das ist ja eigentlich nur eine Formalität. So. Sagt er und fällt prompt in ein Loch mit so einem fliegenden Scheißviech. Und das Licht geht aus und der Würfel stampft rum und überhaupt. Also, Licht an. Schild in die Hand. Und ich muss gar nicht mehr nach Schaltern gucken, denn wir haben schon alles. So, was war hier? Fallgrube? Irgendwas? Fallgrube, Druckplatte. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben nämlich nichts, was leicht genug ist, um so weit zu werfen. Oder müssen wir auf das Feld was werfen? Das könnte auch sein. Da brauchen wir was Schweres. Der Schatz ist nicht schwer. Unsere Schilder sind schwer. Also unser Schild. Okay, probieren wir es erstmal mit dem Kraut. Wir werfen es so, dass der Teleporter nicht aktiv ist. Ist viel zu weit geflogen. Fliegt der Sack? Er fliegt auch ganz weit. Fliegt auch weit? Das Schild fliegt nicht weit. Ich hoffe mal, wir bekommen es wieder. Also 21, 22, viel. Ah, ist runtergeplumpst. Also das Schild ist zu schwer, das andere Zeug ist zu leicht. Helm. Helm fliegt genau zwei Felder. Wird wegteleportiert. Also brauchen wir etwas, was vier Felder weit fliegt. Eins, zwei, drei, vier. So einen langen Gang haben wir gar nicht zum Ausprobieren. Doch hier. Also, wir stehen hier. Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen einen Gegenstand, der hier hinten landet, wenn wir von hier aus werfen. Der Sack kommt nur drei weit. Flasche. Kommt auch nur drei weit. Handschuhe. Kommt nur zwei weit. Na, sind ja auch aus Platte. Eine Feuerbombe. Nicht gezündet. Zündet sich automatisch. Unser Lichtorb. Auch nur drei. Oh Mann, wir haben echt ein Problem. Es kann nämlich sein, dass wir das von unserem Inventar aus schießen müssen, wie so eine Wurfwaffe. Aber das können die Programmierer eigentlich nicht von uns verlangen. Denn wir haben keinen Weg zurück, wenn ich das richtig sehe. Zum Würfel. Also müssen wir, was wir brauchen, um dieses Rätsel zu lösen, entweder dabei haben oder hier in diesem kleinen Abschnitt finden. Ich gehe mal ganz kurz runter. Wer ist ja doch ein Weg zurück zum Würfel. Dann gehen wir einfach zurück zu unserer Rumpelkammer und holen da die... Und holen da die heiligen Steine, die ich ja eigentlich immer dabei haben wollte. Oh, wir müssen zuerst da drücken. Ja, jetzt...
Klick. Ich glaube, ich habe was getroffen. Klick. Au. Au. Komm schon, klick, klick. Och nö, das ist jetzt ein wenig peinlich. Aber hey, wir sind wieder unten. Okay, gucken wir einfach mal, ob hier... Nee, es gibt keinen Weg zurück. Also das Rätsel oben müssen wir lösen können. Ohne irgendwelche Gegenstände, die wir mitnehmen müssten. So, nochmal das Ganze. Klick. Klick, klick. So, raus da. Hier sollten wir vorher schlafen, das machen wir auch ganz fix. Und hier um die Ecke war noch der eine Schatz, den müssen wir noch mitnehmen. Aber, was machen wir denn? Also wir haben probiert, es genau auf das Feld zu werfen, wo der Teleporter ist, als Teleporter nicht da war. Das hat nichts gebracht. Wir haben was in die Fallgrube runtergeschmissen, die unter uns war. Haben wir schon was in die Fallgrube geschmissen, die hinter dem Teleporter war? Das können wir gleich auch mal gucken. Klick. So. Schnörkelschlüssel kommt mit. Au, 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 au. Die Fackel kommt da raus, einfach aus Prinzip. Oh, vielleicht fliegt die Fackel ja schon weiter. So. Und wuff. Nö, anscheinend nicht. Das fliegt gleich zurück. Vielleicht werfen und ausweichen? Dann fliegst du nur gegen die Wand, ja? Jo. Einfach so runterwerfen? Nö. Dum-di-dum-di-dum. Nö, die ist jetzt hier unten gelandet. Oh, du lebst ja noch. Stimmt, da war was. Wir sind hier gestorben. Hier unten ist auch nirgendwo ein Stein auf dem Boden oder irgendwas in der Richtung. Es ist jetzt ein klein wenig diskriminierend, denn eigentlich gehen sie wahrscheinlich davon aus, dass man eine ganze Gruppe hat und irgendeiner von denen wird schon eine Fernkampfwaffe haben. Und hier ist echt nirgendwo ein Stein auf dem Boden. Ich würde doch gerne einfach hier einen rausziehen oder so. Okay, durchatmen. Wir haben versucht, was hier reinzuschmeißen. Das bringt nichts. Wir haben was versucht, hier auf das Feld zu werfen. Wenn kein Teleporter da ist, das brachte auch nichts. Wir haben was direkt in den Teleporter geworfen, dann kam es zu uns zurückgeflogen. Und wir haben versucht, was durchzuwerfen. Aber das landet dann nur hinten in der Fallgrube. Wir müssen anscheinend noch ein Feld weiter bis zu der Druckplatte da ganz hinten. Dafür haben wir nur nichts, was wir so weit werfen können. Zaubersprüche haben wir auch keine. Wir haben nur diese Feuersbrunst und den Giftnebel. Die können wir beide nicht weit schießen. Gucken wir mal. Nö. Die wäre auch nicht mal so weit gekommen. Im Flug was werfen? Es könnte sein, dass es so weit geflogen ist. Ja, Gerugon hat es wieder mal gebackt. So. Wo kommen wir jetzt raus, wenn wir da rein? Ah. Da war ein Knopf. Komm schon, wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Also warten, bis er weg ist und dann einen Schritt nach rechts und... Klick. Gut, da ist die jetzt auch weg. Mann, 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 Mann. Und Schnörkelschlüssel Nummer 2. Heißt, wahrscheinlich hätte man wirklich eine Fernkampfwaffe gebraucht. Aber ich konnte es einfach gut abtimen mit dem Runterspringen und im Runterfallen noch werfen. Oh, wir sollten mal schlafen. Ja. Aber wenigstens konnte man das machen.
dass man während man fällt noch was wirft und dass das Spiel berechnet, dass der Gegenstand fliegt, obwohl man gar nicht mehr auf der Etage ist. Das ist schon mal gut gelöst. So, wir brauchen neues Licht. Ja. Und wir brauchen den Schlüssel in der Hand. Klick. Oh, hallo Freunde. Für euch habe ich doch das richtige Amulett. Ding. Bist du denn alleine? Schaut fast so aus. Komm schon, mach mal einen ordentlichen Treffer hier. Immer nur unkritische, unspektakuläre, stinknormale Angriffe. Und daneben. So. Ohuji. Achso, das sind jetzt die Ältesten. Wir sind die Entwickler, die dieses Gefängnis für eine einzige Aufgabe gebaut haben, den Unsterblichen bis zum Ende der Zahnräder der Zeit. Was? Achso, bis dass die Zahnräder der Zeit endgültig zur Ruhe kommen. Sollte der Unsterbliche erweckt werden, haben wir die einzige Waffe hier gelassen, um das Biest zu zähmen. Ja, die Waffe lag eigentlich da drauf. Aber ich glaube, wir mussten dafür Licht ausmachen. Das war doch gerade der Lichtauszauber, oder? Tada! Die Waffe der Macht, Kraft, wie auch immer. Machen wir das Licht nochmal wieder an. So, Schild in die Hand. Und irgendetwas wegschmeißen. Davon haben wir recht viele. Die kommen mal weg. So. Was steht hier drauf? Die Waffen der Macht sind versteckt in dem Schatten dieses Gefängnisses. Aber um wirklich den Unsterblichen zu verletzen, musst du es auseinandernehmen, Stück für Stück. Ja, also wir werden jetzt mit der Waffe auf den Unsterblichen schießen, also auf den Würfel. Und nach die vier Teile, die wir reingesetzt haben, wieder rausnehmen. Oh, das ging mir zu schnell. Okay, speichern. Ende. Und jetzt sollten wir den Kleinkram können wir nicht. Den Kleinkram können wir für einen Würfel töten lassen, ist auch nicht schlecht. Oh. Ja, doofe Fliege. Na gut. Laden. Problem ist auch, wir müssen jetzt immer die Waffen hin und her wechseln. Okay, machen wir das anders. Wir nehmen jetzt kurz das Schwert. Die Axt. Komm, mach die alle tot. So, schon besser. So, du kommst raus. Du bleibst da mal stehen. Oh, okay. So, zwei sind weg. Bitte einmal in die andere Richtung drehen. So, Erz haben wir. Das haben wir auch. Fehlt nur noch eins. Tada, das müsste es gewesen sein. Und dann nehmen wir jetzt die normale Axt. Und bringen ihn einfach um. Also, einfach in Anführungszeichen, da er uns mit einem Schlag zerquetschen kann. Komm schon. Nein, ich höre nicht auf. Boah, Würfel. Wow, 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 wow. Nicht umzingeln lassen. Wow, und geschafft.
Sploing. Und alles bleibt in Andacht stehen. Hey, ist unfair. Wo auch immer die drei anderen Helden gerade hergekommen sind, die mit uns durchs Portal gesprungen sind. Aber na gut. Gibt's jetzt noch was extra für den Toro-Modus, oder? Kommt nur der Abspann. Ah, schade. Da hätten sie noch mal was machen können. Dass man jetzt, wenn man das mit Torum durchspielt, irgendeine andere Abschlusssequenz bekommt oder wenigstens so einen kleinen Text. Aber nee, schaut nicht so aus. Na gut, wir haben es mal wieder geschafft, das Spiel durchzuspielen. Diesmal mit allen Secrets und allen Schätzen. Das war aber auch eine Nummer. Also jetzt die letzten beiden Level waren wirklich happig für mich. Also so oft wie wir gestorben sind, das hätte ich eigentlich gerne ein bisschen weniger gehabt. Aber als Ausgleich hatten wir tierisch Glück gehabt. Also bei den Secrets. Ich hatte ja gedacht, wir müssen für die Secrets mindestens noch ein, zwei Mal ganz nach oben laufen. Und da stundenlang rumsuchen und rumprobieren. Aber die waren alle unten gewesen. Und die Schätze genauso. Also ja, es war anstrengend die letzten paar Folgen, jedenfalls für mich. Aber es hat auch Spaß gemacht und auch diese Euphorie, dass man dann doch noch die letzten Secrets gefunden hat, das war schon cool. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr habt auch die letzten Secrets durch mich mit mir zusammen bekommen. Und wir sehen uns dann bei meinen nächsten Projekten. Bis dann!